So, Freunde, wir sehen uns mal zur Abwechslung nicht im Bilderbuch wieder, denn die Fabrik ist einfach so groß, dass ich jetzt schon wieder einen neuen Part anfangen muss. Ja, weil eine gewisse Stelle im Level mich so sehr genervt hat, dass ich auf die Zeit geschaut habe und gesagt habe, ja gut, dann mache ich einen Split rein, weil ich weiß, was alles noch kommen wird. Und ja, dann kümmern wir uns darum noch. Erstmal geht es in dem Raum darum, dass wir hier das war jetzt ganz toll. Jetzt kann ich wieder warten. Sehe aber auch schon gleich, wo ich damit hin kann. Ich muss übrigens wirklich sagen, ich finde diesen Raum extrem genial gemacht, hier mit den Magneten. Das muss ich wirklich mal sagen. Das ist wirklich extrem gut gelungen, was die hier gebaut haben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was können wir jetzt machen? Wir können zu den... Nein, wir können nicht dahin. Klasse. Oh, das liebe ich ja. Wenn was nicht klappt. Das ist das Schlimmste. Du willst einen Sprung machen, sieht alles gut aus und dann klappt das plötzlich nicht. Und du denkst dir nur noch, Mann. Es ist schon nicht ganz einfach, das Ganze hier zu schaffen. Gut, ja, wahrscheinlich hätte sie das Kind besser hinbekommen als ich. Aber egal. Jetzt hat's gereicht. Da drüben sind noch Knochen. Ich probiere mal, ob ich da vielleicht hinkomme, indem ich den Schalter da drüben, den wir gerade gesehen haben, aktiviere. Also einmal ums ganze Gebilde herum. Da oben ist auch noch was. Okay, kümmern wir uns erstmal hier um den Schalter. Der führt uns dahin. Ich glaube, das war der... Nee, das war nicht der Exit-Schalter. Okay, was macht der hier? Der steht für Rot. Rot bringt gerade auch keinen Sinn. Hier vielleicht? Nee. I am gerade a little bit confused, muss ich sagen. Ich würde schon gerne diese Knochen da mitnehmen, die da drüben sind. Okay, da kommen wir jetzt auch nicht ran. Vielleicht hier von dem grünen Schalter.
ist hier ganz sweet. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle Schalter aktiviert und... Ah, der grüne scheint so ein Around-Schalter zu sein. Das ist auch sweet. Okay, merken wir uns, grün ist ein Allround-Schalter. Ist hier irgendwo Knochen zu sehen? Nein. Sind sie nicht. Da will ich ganz bestimmt nicht wieder zurück. Das war nämlich dieses dumme Areal von vorhin, vom letzten Part. Und es hat mir den letzten Nerv geraubt. Es ist zum ersten Mal in diesem Spiel, dass mir irgendein Areal den letzten Nerv raubt. So, das ist nämlich das feine Areal. Und hier wird es nochmal richtig kribbelig. Viele Knochen fehlen uns nicht mehr. Gut, wenn ich jetzt es nicht schaffen sollte, hier die 100 Knochen zu finden, dann werde ich das wohl oder übel offscreen machen müssen und euch dann das Bild davon in einem Bonuspart zeigen. Auch wenn ich es mir möglichst ersparen will. Deswegen hoffe ich mal, ich muss es nicht tun. Und die ganzen Knochen sind bereits hier. Das fände ich nämlich sehr, sehr fair vom Spiel. Okay, es sieht so aus, als wären die restlichen Knochen hier. Weil es wäre nämlich ein bisschen assi, wenn man jetzt den ganzen Weg zurückklatschen müsste, um ja, noch so einen Buddelknochen zu finden. Aus dem Anfangsareal, das heißt, man müsste den ganzen Kram nochmal machen. Und nee, darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt so gar keine Lust. Weil ich habe in diesem Part geplant, den Final Boss zu machen. Also die letzte Cruella. Und das will ich auch durchziehen. Auf jeden Fall. Ah, sweet, allein gesammelt. Gucken wir mal, wo sind noch mehr Knochen? Auf diesem Teil da drüben sind auf jeden Fall noch Knochen. Wie schaut es da drüben aus? Okay, hier ist nix. Und die Schnüffelspur führt da auch rein. Diese Mega-Ventilatoren, die uns mal ganz fix auf die letzte Etage führen. Genau, Leute, das ist nämlich die letzte Etage. Am anderen Ende wartet schon Cruella auf uns. Wir müssen jetzt nämlich die ganzen Zahnräder runter befördern. Super. Super. Dankeschön. So, okay. Ich glaube, da unten war noch eine Plattform, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Genau hier. Ah, ich weiß, nach oben. Bin ich gerade auf dem Weg dahin. Ich frage mich gerade, reicht das? Ich habe nämlich gerade den Verdacht, als würde es gar nicht reichen. Mit den Knochen. Das würde mich ärgern. Aber gut, da wäre nichts dran zu machen. Da wäre dann nichts dran zu ändern. Sei bereit und viel Glück. Danke für deine Hilfe, Fluffylein.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das war nämlich gerade der letzte Dialog des Spiels. Und da unten ist die letzte Welpe, sehe ich gerade. Auf dem Vorsprung. Und wie erwartet, es reicht natürlich nicht. Es sind natürlich noch wieder mal irgendwo Knochen versteckt. Wofür habe ich jetzt einen Sticker bekommen? Wofür habe ich gerade einen Sticker bekommen? Das würde mich mal jetzt interessieren. Wofür jetzt dieser Sticker war? Sache nicht, das führt. Doch, es führt zurück. Moment, es führt hier hin. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, kommt, die Knochenaktion mache ich hier offscreen. Auf zum Boss, Leute. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie die restlichen Verdingensknochen hier zu suchen. Och, okay, ich werde mich jetzt nicht so aufregen. Und mich auf den Final Fight konzentrieren. Aber nicht als Nullpunkt, sondern als Domino. So, und rein mit uns. Wenigstens haben wir alle Hunde gefunden. Und ich würde sagen, Showdown. Spielzeugfabrik. Mann, oh Mann, die hört sich wohl gern selber reden. Aber deine hündische Bestimmung erfüllt sich hier und heute. Meine neue Superglasurkanone wird dich in die ewigen Jagdgründe befördern. Harzboom, Superglasurpumpe einschalten. Aber gern, Cruella. Es hört sich gar nicht gut an. Wir sollten schleunigst Fluffylands Rat folgen und ihre Computer außer Gefecht setzen. Ja, und das sind diese komischen fliegenden Dinger da, die um Cruella rumfliegen. Die müssen wir ausschalten. Und dazu müssen wir diese, wie ihr gerade schon gesehen habt, Laserkanonen benutzen. Und die haben eine ganz nette Funktion, und zwar haben die, glaube ich, ein Schild, das wir benutzen können. Ja. X ist nämlich Schild und Dingens hier ist Laser. Das schreckliche Hündchen jetzt schon wieder vor. Ach, egal. Es ist sowieso gleich ein Plüschtier. Das kann sowas von vergessen. Jetzt kommt nämlich Phase 2. Dazu müssen wir jetzt diese Dinger dort zerstören. Hab ich jetzt getroffen mit Vieh? Na, ich hatte damals, glaube ich, das erste Mal, muss ich gestehen, ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Fight. Aber im Grunde ist er wirklich nicht schwer. Man muss sich halt nur ein bisschen konzentrieren, weil der hebt sich von ihm jetzt doch schon sehr.
wie gesagt, immer schön draufhalten auf die Quallendinger da drin. Ich glaube, letzte Phase. Dann haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir Dinger da zerstören. Ich finde, das mit dem Schutzschild ist eine übelst geniale Idee. Game safe. Oh nein, habe ich gerade. Ich glaube, ich habe gerade die Cutscene übersprungen. Na, ihr seht gleich, was passiert ist. Helft mir! Rettet mich vor der Glasur! Ich rette sie, meine Holdeste! Gib's ihm, Domino! Wow! Das ist doch ein schöner Anblick! Mach sie Rindvieh! Sie gehirnamputierte Hornochse! Sie unmöglicher, unfähiger Orang-Utan! Aber... Komm, wir suchen Mama und Papa! Sie ist zwar nicht mehr da, aber ich kann dieses Cruella-Weib immer noch riechen. Ein Geruch so scharf wie Pfeffer. Hätte! Es besteht keine Gefahr mehr, Pünktchen. Alle unsere Welpen sind in Sicherheit. Und die Polizei wird dafür sorgen, dass diese böse Frau lange, lange Zeit kein Unheil mehr anrichten kann. Gehen wir nach Hause. Also Leute, ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um uns zu verdrücken. Ui. Mir steht Sträflingskleidung überhaupt nicht. Ich höre da wen kommen. Schnell verstecken. Was wohl aus Cruella und ihren Kumpanen geworden ist? Das wüsste ich auch gern. Nochmal, die Niete. Wie lange werden wir so aneinander geklebt bleiben? Voraussichtlich etwa 20 Jahre, meine Holde. Also nicht ganz so lang wie unsere Gefängnisstrafen. Nein! Sind wir in Sicherheit? Können wir rauskommen? Mann, nach so einer langen Reise. Sacre bleu! Junge, Junge, ich hoffe bloß, einer von euch hat Sonnenschutz dabei. Oder was zu essen. Stuff Credits, das war's von der 2. Martina Let's Play. Ihr wart ein wundervolles Publikum. Ich bedanke mich bei allen meinen Zuschauern. Und ja, kann einfach nur sagen, dieses Spiel ist und bleibt genial. Es ist ein richtig cooles Disney Interactive Game. Das sage ich gegen alle Zweifel. Das ist wie gesagt eins meiner absoluten Lieblings-Jump'n'Runs. Und ja, ich finde, das Spiel hat mir großen Spaß gemacht bisher. Und was jetzt noch kommt, ist natürlich der Bonusbereich. Mit den ganzen Minispielen. Und ja, was kann man noch drüber sagen? Dieses Game hat einen richtig coolen Soundtrack. Der fetzt wirklich richtig. Und ich kann euch auch eine Kleinigkeit verraten. Es gibt zu Patchs Reise in London, also Patchs großes Abenteuer, eigentlich auch ein PS2-Spiel,
Aber das hat uns leider nie erreicht, weil man dachte, ja gut, wird wahrscheinlich kein Erfolg haben, deswegen ist es gar nicht erst vermarktet worden. Es gibt es aber in, ich glaube, England oder so, oder Amerika. Es gibt einen Bomben davon, die sind aber leider nicht, was ich sehr schade finde. Das Game ist nämlich genauso aufgebaut wie das hier. Wäre bestimmt auch sehr schön. Also wäre bestimmt auch ein Erfolg geworden, finde ich zumindest. Ja, was kann man noch sagen? Schwierigkeitsgrad ist zwar sehr einfach, außer gewisse kleine Passagen, die waren so ein bisschen knifflig, aber ansonsten war das Spiel richtig einfach gewesen. Die 100%-Marke wird sich ja bald füllen, wenn ich die letzten Knochen da gefunden habe in der Fabrik. Das war bestimmt so am Anfang irgendwie vergraben. So, und nochmal Cruella mit ihrem zusammengekleisterten Professor Verabspoon. Ende! Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in den Bonusparts wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play 102 Dalmatiner. Bonus. Tschüss.